Hallo, heute zeige ich euch einen kleinen Bericht von der Melitta Caffeo Solo. Wie ihr seht, ist sie recht schmal, aber dafür recht lang nach hinten gezogen. Hier sehen wir auch schon den Wassertank. 1,2 Liter passen hier rein. Kann man rausnehmen und dann hier einklemmen. Auf der Seite finden wir die Öffnung, wo wir das innere Mahlwerk rausnehmen können. Will ich jetzt nicht machen, weil ich jetzt gleich einen Kaffee mahlen möchte. Häkchen hoch, rum, rausnehmen, abspülen. Sehr einfach, sehr hygienisch. Zack, wieder fest. Die Kaffeebohnen werden hier oben eingefüllt. Genug Platz. Das ist die Schublade, wie in meinem Testbericht geschrieben. Hier ist der Aufsatz für die Kaffeereste. Hier vorne ist der Schwimmer enthalten, wenn das Fach voll ist mit Restwasser. Das ist der Kaffeeauslass, er ist höhenverstellbar. Auch schön drunter stellen. Nach unten dann spritzt es auch nicht so. Hier können wir die Menge des Kaffees einstellen, von viel Wasser zu wenig Wasser. Ich habe das in der Regel immer in der Mitte, weil das uns ausreichend ist. Hier wird die Bohne eingestellt, die Stärke. 2 Bohnen, 3 Bohnen. Derzeit blinkt hier die Reinigung, das Reinigungsprogramm, und derzeit blinkt auch der Filter, der gewechselt werden müsste. Das Reinigungsprogramm muss ich auch noch durchführen. Und ich würde jetzt einfach mal einen Kaffee mahlen, damit ihr auch seht, wie die Kaffeemaschine von der Lautstärke arbeitet. Sie ist ein bisschen lauter als andere Kaffeemaschinen, was mich jetzt persönlich allerdings nicht stört. Jetzt wurde der Kaffee erst gemahlen. Jetzt wird das Wasser hochgepumpt. Und wie ihr hier seht, läuft schön der frisch gepresste Kaffee in meine Tasse. Von der Wärme her bringt die Kaffeemaschine Caffeo Solo von Melitta einen sehr heißen Kaffee raus. Man verbrennt sich am Anfang gleich daran. Es wird auch eine kleine Crema-Schicht hier auf den Kaffee abgebildet. So, jetzt ist mein Kaffee fertig. Jetzt kommt wieder die Grundeinstellung. Die Kaffeemaschine wird sich jetzt auch, wenn ich jetzt hier nicht die An- und Aus-Taste drücke, in Standby schalten, und nach ca. einer Stunde wird sie automatisch ausgehen. Von der Qualität, Haptik her, sie ist recht stabil. Sie steht fest, sie lässt sich, wie auch in meinem Testbericht beschrieben, mit 2 Rädchen hinten hin und her transportieren, was ich auch sehr angenehm finde, weil sie bei uns in der Ecke steht. Genau, die Caffeo Solo von Melitta hat von mir 5 Sterne bekommen. Eine absolute Kaufempfehlung für wenig Kaffeetrinker. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.